Ja, hallo, zurück hier bei uns auf dem Multiplayer-Server. Ich bin nicht alleine, der Kasi ist dabei, wie immer natürlich. Moin. Ja, ich bin ja das letzte Mal hier nach dem Feld gefahren und wollte jetzt mal die Fallen hier wickeln, damit wir mal ein bisschen Silage für unsere Kühe haben. Da wollen wir mal mit anfangen. Ich Ja, denke mach mal. schon, ja, ich denke schon die ganze Zeit, wie klappt man das Scheißding? Ups, andere Tastenbelegung. Oh, guten Tag, ich bin auch da. Wo ist er? Da ist er. Ja, sagen wir gleich direkt. Dann machen wir direkt mal einen Screenshot. Da, Moment mal. Wird auf der Facebook-Seite hochgeladen. Ganz genau. Wir haben nämlich eine Facebook-Seite, die sich da schimpft, die Simulanten. Schaut doch einfach mal vorbei, dort posten wir auch unsere Videos, wir teilen auch andere Sachen. Jetzt von Black Sheep Modding kommt ja die Old Streams, die hatte ich auch auf der Facebook-Seite geteilt. Der hat jetzt zum Beispiel auch Ballenfressen rausgebracht mit einem Ballensammer, den man direkt anhängen kann. Haben wir auch direkt geteilt auf der Seite. All solche Sachen findet ihr da. Noch was hier? Ah. Muss ja das hier auch mal sagen, dass der Multiplayer, das ist schon richtig geil und macht auch richtig Laune, aber es ist noch besser, wenn man ein kleines Team hat, wo alle sich verstehen. Ja, das auf jeden Fall. Bei uns klappt das jetzt schon ziemlich lange. Ja, denn Basti und ich, wir kennen uns ja schon auch. Na, 3 Jahre sind wir noch nicht, oder? Na, Oder doch, doch? 3 Jahre sind wir jetzt schon. Würde Ja. ich sagen. Und den Kai, den ich hoffe, ihr kennt ihn noch, lernt ihn auch noch kennen. Er hat ja jetzt das Spiel, oder? Hat er jetzt Ja. Geburtstag gehabt? Müsste jetzt das Spiel haben. Ja, ich konnte ja nicht so offen sagen, weil ich wusste ja, dass das Spiel wusste ich schon vor ihm, dass er das Spiel gekriegt hat. Weil ich habe mit seiner Frau geschrieben. Und ja, er hat das Spiel jetzt auch. Insofern müssten wir bald wieder der harte Kern, die drei eigentlich so von früher, müssten bald wieder hier vereint werden. Da Genau. lernt er halt noch jemanden kennen. Weil wir waren in einer harten Zeit eigentlich nur drei. Da haben wir den mit dem LS13 angefangen. Drehenstein, Furt, Mick haben wir sogar mal kurzzeitig gespielt, Holzhausen haben wir viel gespielt. Die Wildwachtal haben wir Ja. gespielt, auch im 13er. Ja, hier auf der Old Screens, das dürfte jetzt unsere vierte Folge, glaube ich, sein. Also ihr seht das auch oben und da, wir sind gerade mal bei Tag 2, noch ganz am Anfang. Haben unseren Fuhrpark mitgenommen. Alles verkauft von der, wie heißt die? Auerbach. Auenbach war das hier. Na, Ja, ne, genau. das haben wir auch nur kurz gespielt. Ist super für den Singleplayer auf jeden Fall, schöne Map. Für den Singleplayer auch völlig ausreichend, aber wir haben selbst zu zweit gemerkt auf dem Multiplayer, dass doch dann irgendwann zu wenig zu tun war. Und da sind wir jetzt hier rüber gegangen. Vor allem, wenn wir dann bald auch gleich wieder zu dritt sind, dann lohnt sich das auch. Ja, und ich glaube mal, wir bleiben erstmal. Ja, weil dieses mit dem Map wechseln, da sind wir keine Freunde von. Haben wir jetzt aber auch oft genug gemacht. Dreimal jetzt, glaube ich. Und jetzt bleiben wir auch erstmal, würde ich auch sagen. Genau. So, ich bin jetzt erstmal Ja. abladen. Ich Ja, wickel mal aber fleißig weiter hier. Da hinten fährt er. diese Kessel. Kesselberg, genau, die haben wir auch Genau. gespielt. Ne, Klettenberg, sowas, Kessel. Plettenberg, genau. Die haben wir auch richtig lange gespielt. Ja, die war auch gut, echt, die war schön gemacht. Deswegen und dieses
hin und her, wie das bei manchen LUs der Fall ist. 2 Monate und dann neue Map. Aber teilweise, da musst du auch sehen, sind die mit so vielen Leuten unterwegs, die haben dann auch viel über der Map schon erreicht, ne? Natürlich, aber das sind nicht wir. Was mich ja noch stört, ist hier unser einer Mod, den wir drin haben, der normalerweise den Durchschnittsverbrauch anzeigt. Im Singleplayer funktioniert der einwandfrei, aber im Multiplayer nicht mehr. Da können wir mal den anderen Kai fragen, weil der hat ja noch ein paar mehr Server Ja. und da funktioniert das. Den vielleicht umgestrichen, keine Ahnung. Ja, dann müssen wir mal mit ihm sprechen. Beide technisch gut ausgestattet erstmal, ne? Ja, reicht auch Ja. erstmal. Also Stroh brauchen wir sowieso immer, weil das ist ja zweimal Nee, Sachen, die wir brauchen, ich aber habe auch für Mischfutter, ne? Da müssen wir übrigens vorsichtig sein, wenn wir laden. Wir müssen zuerst Gras und Silage in gleichen Anteilen reintun und dann mit Stroh auffüllen. Das müssen wir unbedingt beachten. Also wenn wir so mit okay. so einem Mischfutterwagen arbeiten. Den müssen wir auch noch kaufen und wir haben im Moment Hey, ja, nicht viel. 1800. Und ja. der Kredit ist noch da, ne? Ja, aber wir hatten ja, wir können noch die Weizen noch verkaufen. Da haben wir ja auch schon wieder knapp 20.000. Ja, mal gucken, was der scheiß Hänger da kostet. Willst du danach düngen oder soll ich oder düngen oder keine Ahnung? Ah, mal gucken, was gleich ansteht. Ich pflüge Ansonsten. auch, mir ist das wurscht. War kein großes Feld, ne? Ja, die 5, ne? Dann Ja. würde ich die andere, wo unser Drescher drauf steht. Nochmal fahren, wa? Glaube schon. Ja. Noch hierbei, ne? Ja, gut so. Gerade die Lage ist doch gut. Ja, auf jeden Fall. Du hast einen vergessen. Wieso nimmt er den jetzt wieder?
letzte Ballen. Auch schon wieder auf dem Weg. 18, 16, 20 Ballen. Ja gut, zwei waren ja noch vom Lader, Ladewagen. Aber trotzdem. Ja, viel. Voll in Ordnung. Oh. So viel Kühe haben wir noch nicht, deswegen passt. Zum Hof. Ah, du kommst gerade, ich warte. Ja. Der heizt, Leute, was? Ja, so wie du. Manchmal. Ich merke so jetzt gerade, ich fahre jetzt wieder mit Headtracking. Da ist das echt so, da musst du echt voll langsam fahren, sonst kommst du gar nicht klar. Gerade auch hier mit dem Verkehr, jetzt musst du mal schön gucken. Haben wir den aber fast rasiert hier, den Fußgänger. Ey. Guten Tag, Herr Fischer. Guten Tag. Wenn man den Rückspiegel da hinten sah. Ja, machst du das Feld, ja, dann gehe ich wieder auf den Drescher. Ja. Ja, Leute, habt ihr gehört? Dann geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall ums Flügen. Ich fahre mal gerade hier den Ballenweg da noch weg, dann koppeln wir mal an. Ja, muss das geflügt werden? Guckt euch erstmal. Wird erst düngen. Ja, das wäre sowieso eigentlich sinniger, dass man direkt seine Düngung unterfliegt. Später dann sowieso nur noch mit Mist und Gülle das erste Mal und dann flügen. Beziehungsweise drüber. Den Hänger lasse ich da stehen, ne? Wo die Silageballen sind. Ja. Können wir auch gleich direkt neuen Dünger und so holen. Wenn ich jetzt hier auffülle. Ja. Ja, kann ich ja dann machen, wenn ich den das Feld fertig habe.
Wollen Also, wir. ist die Frage, ob ich allein mit der Lage hinkomme, müssen wir schauen. Ja. Aber kann man hier nicht auf dem Hof, gab es da nicht auch eine Tankstelle Nein. oder sowas? Doch, ich meine ja, zumindest Flüssigdünger. Nee, das ist genau daneben. Ne, das grüne Ding auf dem Hof, da meine ich, hätte ich bei den Fotos gesehen, dass man da irgendwas laden kann. Wo ist das? Wo ist das? Wollen wir noch ein paar Strohballen machen oder? Ja, den Moment haben wir ja erstmal. Ja, muss nur sagen, das ist mir egal, weißt du doch. Also für Flüssigdünger, da ist hier was. Das muss das sein, was er da gemeint hat. Na, dann mache ich jetzt, hexe ich das Borget. Ja, und dann brauchen wir auch wieder ein bisschen vernünftige Saat. Weil die dann das Getreide, das ist ja nicht gedüngt und gar nichts. So, dann ziehe ich meine letzte Bahn hier noch, damit das Feld gedüngt. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Flügen hier und dem MW-Trakt. Mal gucken, wie er sich dabei schlägt. Ja Leute, so schnell geht das. Aber das ist auch ein guter Streuer. Der mittlere kann ich nur empfehlen. Gerade bei so einer Flächengröße hier seid ihr da mal schnell durch. So, dann fahren wir zurück zum Hof.
So Leute, wie ihr seht, angekommen, Steuer weggestellt, jetzt hole ich mir noch den Flug. Wo ist der denn? Den hatte ich doch auch da, genau. So, fertig gekoppelt. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter mit Flügen und dem MEG-Drag auf der 5 dann. Der Kasi wird dann weiter dreschen, denke ich mal noch. Der wird noch nicht fertig sein. Nee, und nicht wirklich. Ja, ne? Und dann schauen wir mal, was noch so alles passiert. Bis dahin, lasst einen Daumen da. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.